Ist unser Geld bald nichts mehr wert? Eine durchaus berechtigte Frage. Ray Dalio, einer der größten Hedgefondsmanager, hat es bereits vor Monaten gesagt. Cash ist Trash. Und wenn man sich die aktuelle Situation anguckt, fallende Märkte und Zentralbanken, die alles dafür tun, um die Märkte wieder zu heben, um die Wirtschaft nur möglichst zu stabilisieren, dann kann einem schon der Verdacht aufkommen, so viel Geld wieder gedruckt wird, ob das Ganze mal gut geht. Und heute, da es eine weitere Ankündigung gab, und zwar von der US-Zentralbank, beschäftigen wir uns mal mit dem Thema, was eigentlich dahinter steckt. Springen wir mal hier auf den Bildschirm. Es gab eine Ankündigung, und zwar über ein Programm, was jetzt seit gestern anfängt, wo es insgesamt in Summe 125 Milliarden an Rückkäufen gibt oder Ankäufen im Endeffekt. Das heißt 125 Milliarden pro Tag. Wenn man das Ganze mal hier ins Verhältnis setzt, mit der quantitativen Lockerung, wie man es ja auf Deutsch nennt, oder Quantitative Easing 3, waren das knapp 80 Milliarden pro Monat, die dort ausgegeben wurden. Und da sieht man schon, was für eine massive Ausweitung jetzt stattfindet und dass man versucht, mit allem Möglichen im Endeffekt diesen abfallenden Markt hier zu stoppen bzw. die Liquidität erstmal sicherzustellen. So, das heißt, wenn man sich jetzt mal die letzten Tage so anguckt oder die letzten 10 Tage sind es jetzt hier ungefähr, wie das Niveau war, da waren wir auf einem Niveau hier so knapp unter 50 Milliarden und gehen jetzt eben im Endeffekt hoch, dass diese MBS-Käufe jetzt noch hier hinzukommen. Wenn wir uns die Presse dazu angucken, gibt es nämlich noch einige weitere interessante Implikationen, und zwar war, was aus den Statements auch herausgeht, und das ist einmal dieser Abschnitt, dass die Fed, also die US-Zentralbank, jetzt das erste Mal in Corporate Bonds geht und auch sicherheitshinterlegte Assets im Sekundär- und Primärmarkt kauft, und das bedeutet, weil die Märkte und dort, wo es abgebildet werden, teilweise gar nicht die Liquidität für diese Maßnahmen, die sie hier bereitstellen, haben, wird sogar hingegangen und über ETFs oder sonstige das Ganze abgebildet. Das ist eine Neuerung. Wenn man sich aber mal anguckt, was das Ganze zusätzlich bedeutet, ist es so, dass wir jetzt auch sicherheitshinterlegte Assets kaufen, das heißt zum Beispiel durch Student Loans, was ja in Amerika sehr groß ist, Autokredite, Kreditkartenkredite, Lohngarantien und so weiter. Das ist das eine. Und zum anderen, dass wir jetzt zusätzlich hingehen und hypothekenhinterlegte Assets vor allem im kommerziellen Immobilienumfeld kaufen. So, und das heißt, wir tun alles dafür, um mit maximal Geld zu fluten, um uns irgendwie dagegen zu stemmen. Wie wirkt sich das Ganze hier auf das Balance Sheet aus? Das ist natürlich jetzt leider nur bis zum 16., glaube ich, jetzt hier. Und wir sehen aktuell zu diesem Zeitpunkt, ja, das ist der 16. März, ist das Balance Sheet der Federal Reserve hier bei 4,6 Billionen Dollar, die das Ganze jetzt groß ist. Und von dem, was wir gesehen haben, wird das Ganze massiv jetzt nach oben schnellen und wir also eine immer stetigere Ausbreitung haben. Wie das Ganze jetzt nach dieser Woche weitergeht, das steht erstmal in den Sternen. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie der Präsident auf diese Nachricht reagiert hat. And I have to tell you, I called him today and I said, Jerome, good job. You really did it. It might be. He was, you know, a little bit slower than I would have liked in the sense of what he was doing. Now, other people might have liked it. But today I called up Jerome Powell and I said, Jerome, you've done a really good job. I was proud of him. That took courage. Und daran sieht man das, was wir auch schon in vielen Videos besprochen haben, diese Messung am Aktienmarkt, dass wir alles dafür tun wollen, dass es nur in jedem Fall irgendwie positiv sich auf die Wirtschaft auswirkt. Das ist eine Sache, die hier massiv unterstützt wird und wo wir ja zuletzt eine Sache auch gesehen haben, die sehr untypisch war, wie auch noch vor Corona lag, dass wir einen massiven Versuch der Einflussnahme auf die Zentralbankenchefs haben. Und wir sehen einfach hier, Geld ist einfach überhaupt nicht mehr in irgendeiner Relation. Das Geldsystem wird massiv geflutet und das führt natürlich dazu, dass das einzelne Geld, vor allem das Geld der Privaten, langfristig eben einfach immer mehr an Wert verliert, weil die Zentralbanken können einfach auf Knopfdruck hingehen und sagen, ich drucke Geld, so viel ich brauche, und es muss nichts mehr mit irgendeiner Sicherheit hinterlegt sein. Und eigentlich wollte ich heute ein Video zu Gold bringen, weil man natürlich sagt, okay, Gold ist eine Fluchtwährung, und jetzt sehen wir in der letzten Zeit, wo wir also diese massiven Abverkäufe am
Aktienmarkt haben, dass auch Gold gefallen ist. Und das ist kein Zufall, weil es gibt dafür, wenn man es historisch anguckt, gewisse Belege. Und genau diese Sachen gucken wir uns im nächsten Video, also am Donnerstag, an. So, wir reagieren erstmal kurzfristig die Märkte. Von dem, was wir jetzt sehen, heute Morgen sehr, sehr positiv. Der DAX massiv im Plus, zumindest in den Futures. Der S&P massiv im Plus. Das heißt, alles wird getan, um das Ganze zu stabilisieren, um Liquidität zu schaffen und Käufer in den Markt zu bringen. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze auswirkt. Was wir aber trotzdem oder gerade anhand dessen sehen, es wird scheinbar versucht, sich nur am Aktienmarkt zu messen. Und diese massive Überbewertung, die vorher da war, die jetzt zu einem gewissen Teil mal abgebaut wurde, einfach wieder zu pushen und zu pushen, dass wir zu diesen All-Times-High wieder hinpushen. Wir sehen auch schon die ersten Großinvestoren, zum Beispiel ein Bill Ackman, der sagt, wir sind jetzt wieder komplett long im Markt und wir setzen darauf, dass es jetzt wieder steigt. Die Frage ist nur, wie lange geht das Ganze gut und was ist das Fazit für uns als Privatanleger? Als Privatanleger, wenn es darum geht, dass wir eine Entwertung von Bargeld haben, dann ist es nun einfach mal so, oder von Sparvermögen, dann ist es nun mal einfach so, dass es überhaupt keinen Sinn macht, einen Großteil in Bargeld langfristig zu horten. Jetzt gerade ist natürlich Liquidität King, was wir auch sehen, dass der gesamte Markt nach Liquidität sucht. Aber langfristig, wenn wir wissen, es gibt einfach nur einen Knopf, der gedrückt werden muss, um auf Knopfdruck Zahlen und Geld herzustellen oder zu erschaffen, dann kann das keine Sache sein, die langfristig gesund ist. Und wir sehen ja, was für massive Aufwände jetzt betrieben werden müssen, damit wir so eine Stützung herbeiführen können, ohne die Gewissheit, ob das Ganze jetzt dann überhaupt funktioniert. Und das bedeutet, von Mal zu Mal, wo wir im Endeffekt so eine Maßnahme sehen, wird das Pulver, was wir von den Seiten der Zentralbanken sehen, natürlich dünner. Und das führt dazu, dass das Geldsystem, wie wir es jetzt kennen oder zumindest die Währung, die wir jetzt kennen, natürlich instabiler werden. Und das Fazit daraus oder das, was davor schützt, ist immer schon gewesen, und da können wir hunderte Jahre zurückgucken oder in der Geldgeschichte sogar teilweise noch weiter, die Beteiligung an wertschöpfenden Unternehmen oder Dingen, die erstmal einen Wert schaffen, weil die wertbeständig sind. Weil das sind zum Beispiel, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, Supermärkte, Beteiligung an Supermärkten. Das heißt, wir kaufen Lebensmittelhersteller oder so etwas. Das sind Dinge, die immer benötigt werden und die nachgefragt sind. Und es ist erstmal ganz egal, was dafür jetzt eine Nummer draufsteht, was ich jetzt für ein Brot zahlen muss, sondern es ist wichtig, dass ich diese Ware bekomme. Und die Beteiligung an wertschöpfenden Unternehmen, an produzierenden Unternehmen zum Teil, die führt eben dazu, dass das Geld langfristig nicht entwertet wird, sondern wir im Endeffekt darin zumindest erstmal eine Sicherheit haben. Natürlich können wir jetzt bei Aktien sagen, das Ganze schwankt und ich weiß das Ganze nicht, aber gucken wir uns mal langfristige Charts an. Ist es das Einzige, was Sinn macht und was eben die höchste Renditeerwartung hat, womit wir eben nicht nachher mit leeren Händen dastehen und sagen, ja, aber ich habe doch die ganze Zeit so schön gespart. Und das ist es, wenn man das Gesamtkonstrukt des Investierens versteht, warum wir das Ganze überhaupt betreiben, weil es eine Notwendigkeit ist, weil Geld langfristig entwertet wird und wir uns darauf nicht verlassen können und uns eben selbst, im besten Fall selbst, darum kümmern müssen, wie wir Vermögen aufbauen, wie wir Vermögen schaffen, wie wir Vermögen sichern. Und genau mit diesen Themen beschäftigen wir uns im Ausbildungsprogramm in der Delta Value GmbH, wo wir ganz genau zeigen, was sind die Möglichkeiten, die man hat, wie kann man als Privatanleger so agieren, dass man langfristig Vermögen aufbaut und zusätzlich ein regelmäßiges Einkommen an der Börse generiert, und das ist in solchen unsicheren Zeiten meistens sogar noch deutlich besser möglich, wie wir auch in den letzten Wochen sogar sehen, als zu anderen Zeiten. Das heißt, wenn du das Ganze für dich selbst umsetzen möchtest, dann solltest du jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit uns vereinbaren. Dafür kannst du einfach auf www.pmlingnau.de gehen. Da kannst du dein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Da sprechen wir schon in den nächsten Tagen miteinander und zeigen dir ganz genau Schritt für Schritt, wie das Ganze auch für dich umsetzbar ist und wie du selbst in die Lage versetzt wirst, dass du nicht mehr von News, dass du nicht mehr von irgendwelchen Märkten und Sachen abhängig bist, sondern dass du selbstständig weißt, wie du Entscheidungen triffst, dass du einen roten Faden hast und dass du kein Bauchgefühl an der Stelle brauchst, sondern einen klaren Plan, der dich an deine Ziele bringt. Wenn das für dich interessant ist, dann lass uns bald sprechen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.